Wann war der heißeste Sommer der letzten 1000 Jahre? Servus und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video. Heute geht's um den Sommer und zwar aus aktuellem Anlass. Der Sommer 2022 ist heiß. Wann aber war bis jetzt der heißeste Sommer? Wenn wir uns die Wetteraufzeichnungen anschauen, dann wissen wir, 2003 war ein sehr heißer Sommer, der Jahrhundertsommer. Und da schauen wir uns jetzt gemeinsam zwei Charts an. Der erste Chart ist von der Hauptstadt der Alpen, Innsbruck. Und dort haben wir Temperaturdaten der ZAMG, das sind homogenisierte Histaldaten und können 246 Jahre zurückschauen bis zum Jahr 1777. Und wir sehen ganz klar, der Sommer 2003 war bis jetzt der heißeste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn. Und möglicherweise wird der Sommer 2022 in diese Richtung auch gehen. Was uns noch auffällt bei diesem Chart ist, dass seit Mitte der 1970er Jahre sich die Sommer um mehr als 3 Grad Celsius erwärmt haben und das ist unglaublich viel. Jetzt gehen wir ein Stockwerk höher, von der Hauptstadt der Alpen gehen wir zur berühmtesten Wetterstation der Alpen, zum Sonnenblick-Observatorium auf über 3000 Meter Seehöhe. Und hier sehen wir im Chart die Entwicklung der Sommer von Mai bis September von 1887 bis 2022. Und auch hier sehen wir, dass der Sommer 2003 bis jetzt der heißeste Sommer war und der Sommer 2022 könnte in diese Richtung gehen. Wann aber war der heißeste Sommer der letzten 1000 Jahre? Und wir wissen, der Sommer 2003 war es nicht, denn es war der Sommer 1540. Die wissenschaftliche Literatur ist sich einig, der Sommer 1540, das war der Jahrtausendsommer mit der Jahrtausendhitze und mit der Jahrtausenddürre in Mitteleuropa. Das Spektrum der Wissenschaft schreibt, Europas vernichtende Jahrtausenddürre. Und der SRF titelt Megadürre, Europas größte Katastrophe. Das Spektrum der Wissenschaft zitiert den bekannten Schweizer Klimaforscher Christian Pfister. Die Dürre von 1540 überragt alles Bekannte. Und er sagt weiters, 2003 war heftig, aber 1540 war noch viel extremer. 11 Monate gab es damals in großen Teilen Mitteleuropas ohne Regen. 1 Million Tote im damals sehr dünn besiedelten Europa. Der Rhein, die Elbe und die Seen konnten trockenen Fußes durchwatet werden. Unglaublich. Wälder und Städte gingen in Flammen auf. Europa war in Rauch eingehüllt. Es gab eine positive Temperaturanomalie von 5 bis 7 Grad Celsius. Das heißt mit anderen Worten, der Sommer 1540 war 5 bis 7 Grad Celsius wärmer als ein normaler durchschnittlicher Sommer. Und der ging schon sehr früh los. In Norditalien begann diese Jahrtausenddürre mit einem Winter, der sich wie ein Juli anfühlte. In Norditalien fiel von Oktober 1539 bis Anfang April 1540 kein Tropfen. In weiten Teilen Europas wurde schon im Mai 1540 das Wasser knapp, Brunnen und Quellen fielen trocken, die Mühlen standen still. Die Leute hungerten und das Vieh wurde notgeschlachtet. Menschen gruben in ausgetrockneten Flussbetten nach Wasser. Trockenrisse so groß, dass man hätte Schuhe hineinstellen können. Sogar im regenreichen Nordtirol fiel 15 Wochen lang kein Niederschlag. Interessante Berichte gibt es von der Bodenseeregion. Der Bodenseepegel sank auf ein Rekordtief. Und zwar so tief, dass die Bodenseeinsel Lindau mit dem Festland verbunden war. Im ausgetrockneten Bodensee suchten die Menschen nach römischen Münzen. Das finde ich besonders geil, dieses Zitat aus historischen Quellen. Der Rhein war so klein, dass man zu Fuß durchging. Was hat dieser Jahrtausendsommer für Auswirkungen auf die Landwirtschaft gehabt? Auch da gibt es super interessante historische Quellen, die wir da studieren können. Zum Beispiel wird berichtet, dass ein Jahrtausendwein gekeltert wurde mit eigens angefertigten Prunkfässern.
An diesem Jahrtausendwein sollen sich im Elsass Menschen zu Tode getrunken haben. Ja, genau so wird es zitiert in den historischen Quellen. 1632, im Dreißigjährigen Krieg, also ungefähr 100 Jahre nach diesem Jahrtausendsommer, fahndeten die Schweden in Würzburg nach diesem Jahrtausendwein in diesen Prunkfässern. Aber sie haben diese Fässer nicht gefunden, weil die Würzburger diese Fässer eingemauert haben. Wein war 1540 vielerorts billiger als Wasser. Zum Beispiel ist es überliefert vom Bodensee und von Bayreuth. In Tirol, im Tiroler Wipptal, in Pfons, konnte man bereits im Mai das Getreide ernten. Das ist absolut unglaublich. Im Mai das Getreide ernten. Danach wurde erneut ausgesät und am 8. September wurde ein zweites Mal geerntet. In Lindau am Bodensee gab es zwei Kirschernten. Und auch im Elsass blühten die Obstbäume zweimal. Das Jahr 1540 wird auch in der Literatur als das große Sonnenjahr beschrieben. Das große Sonnenjahr brachte Mitteleuropa 10 Monate lang ein Mittelmeerklima. Bis zum Jänner 1541 blieb es sonnig und warm. Der Winter 1540-41 ist also praktisch komplett ausgefallen. Und dazu passen zwei weitere tolle Chronikeinträge, nämlich in Schaffhausen in der Schweiz badeten die Menschen zu Weihnachten 1540 im Rhein. Und im Jänner 1541 blühten in Matrei am Brenner in Tirol die Kirschen. Dafür ist aber dieser Sommer 1540 in Teilen Russlands komplett ausgefallen. Es gibt Chronikberichte von großer Kälte und Wasser und Überschwemmungen. Kommen wir also nun zum Fazit. Der Sommer 1540 war der Jahrtausendsommer mit der Jahrtausendhitze und der Jahrtausenddürre. Dieser Sommer war etwa 5 bis 7 Grad Celsius zu warm. Er war in Bezug auf Hitze und Trockenheit viel extremer als 2003. Eine Wiederholung von 1540 wäre eine europäische Megakatastrophe. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch für euch Literaturtipps, weil der ein oder andere wird sich gefragt haben, wo hat er das her und wieso kann man das wissen? Nun, es gibt spezielle Literatur, die sich auf diese Sichtung historischer Quellen spezialisiert hat. Ein super Beispiel ist Rüdiger Glaser, Klimageschichte Mitteleuropas, 1200 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen. Da steht sehr viel Tolles drin. Dann für alle, die an Tirol interessiert sind, empfehle ich dieses Buch, Georg Jäger, Schwarzer Himmel, kalte Erde, weißer Tod, Wanderheuschrecken, Hagelschläge, Kältewellen und Lawinenkatastrophen im Land, im Gebirge. Eine kleine Agrar- und Klimageschichte von Tirol. Super Buch, hervorragend. Und eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist vom Wolfgang Behringer, Kulturgeschichte des Klimas von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung. Das ist wirklich ein tolles Buch. Und das war's für heute. Eine Diskussion in den Kommentaren würde ich mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus.